Und zurück zu Lazy Hero Difficult Quest. Apfel. So, jetzt haben wir noch einen Gegner, deswegen könnte uns der Apfel eventuell so ein klitzeklein wenig was bringen. Timo hat 10 verloren und Timo hat 10 erhalten. Bringt überhaupt nichts. Hooray. Gut, dann drücke ich jetzt ein bisschen Enter oder Leertaste. Das ist die ein und dasselbe. Ja. Ja, das kennen wir schon. Ich habe ein bisschen Hunger. Oh, ich habe noch Erdbeeren. Ach nö, sind schon ein bisschen getrocknet. Na, ich habe noch im Kühlschrank welche. Ja, das hat nichts mit diesem Video hier zu tun, aber... Wen interessiert das schon? Okay, Heilwasser für Timo und Timo blockt. Mir war klar, dass sie stark sein würden, doch so stark. Du wiederholst dich. Ich weiß. Ich habe eine unheilbare Gehirnkrankheit. Verflucht! Euer Kampfgeist ist wirklich beeindruckend. Ja! Gleich haben wir ihn. So ein richtig schwerer Kampf ganz am Anfang wäre auch ein bisschen unfair. 110 und Denzel 3 und Timo Level 4? Timo, du guckst ja nach unten. Ja, wie auch immer. Schnell, so schnell kann's gehen. Das ist absolut unmöglich. Ihr habt meinen Sprachfehler geheilt. Verzieht euch, solange ihr noch kennt. Eines Tages sehen wir uns wieder. Sie wollten noch in Ruhe übernachten. Sie hätten sogar dafür bezahlt. Vielleicht. Ich hoffe nicht. Das war phänomenal. Oh, ich will dich. Lass uns hochgehen. Naja, die haben mich nicht zum letzten Mal gesehen. Und wenn schon, dann schlagen wir sie halt nochmal. Bis dahin sind wir viel stärker, haben einige Level-Ups. Level-Ups. Du spinnst doch, das war eben gerade haarscharf. Ja, aber nur weil wir Items hatten, ne? Wer ist das denn? Was zum Teufel ist denn hier los? Ah, guten Morgen, Rabea. Morgen? Es ist 4 Uhr nachts. Ey, wir haben gerade einen Vampir ordentlich in den Arsch getreten. Was? Was ist das denn für ein Vollidiot? Tritt Vampiren in den Arsch, jeder weiß doch, dass Vampiren keinen Arsch in der Hose haben. Wir sind alle etwas müde. Vielleicht sollten wir schlafen gehen. Ab morgen mache ich dann ein Riesenfrühstück für meine zwei Helden. Und grinse noch mal so bescheuert. Babadabada. So, ihr beiden, ihr wollt wieder aufbrechen? Ja, es muss sein. Dennis wollte eigentlich gestern schon im Königreich... Königreich sein. Warum eigentlich? Erzähle ich dir auf dem Weg. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Na gut, dann eben auf dem Weg. Mach's gut, Martü. Wir sehen uns demnächst. Ja, will ich auch hoffen. In meinem Bett. Dennis, es war sehr nett, deine Bekanntschaft gemacht zu haben, aber du bist ein Vollidiot. Die Freude war ganz auf meiner Seite. Wir haben die gleiche Haarfarbe. Bist du meine Schwester? Ja. Oh, cool. Als ich gesehen habe, wie du mit dem Schwert umgehst, hat mich das richtig geil gemacht. Sehr an den Stil meines Großvaters erinnert. Und der hat mich auch ziemlich geil gemacht. Identisch sind eure Kampfkünste zwar nicht, aber ich denke, dass dieses hier dir weiterhelfen kann. Buch der Schwertkunst erhalten. Sie enthält die Lektion Schmetterschlag. Cool. Um neue Fähigkeiten zu erlernen, musst du genug Bücher lesen. In ihnen stehen Lektionen, die du dir aneignen kannst. Öffne das Menü und anschließend das Inventar, um ein Buch zu lesen und die Fähigkeiten zu übernehmen. Genau wie im richtigen Leben. Somati, oh Gott, ich hab Fischaugen. Somati, ich mach mich dann mal wieder auf die Socken. Ach ja, Rabea, dich habe ich ja ganz vergessen. Danke. Wie bitte? Du hattest ja schon die Gelegenheit, die beiden Herren hier kennenzulernen. Mehr oder weniger im Halbschlaf. Was du nicht sagst. Mir gefällt sie besser mit diesen kleinen Augen. Stell dir vor, die beiden wollen auch ins Königreich. Königreich. Vielleicht könnte ich ja begleiten. Möpse. Oh nein, nicht der schon wieder. Ich habe meine Brille nicht auf, sonst hätte ich ihn vorher gesehen. Und, was sagst du? Kann ja nichts schaden. Jedenfalls nicht körperlich. Oder vielleicht doch? Das hatte ich vergessen zu erwähnen. Rabea, meine alte Schulkameraden, würde ich bis nach ins Königreich begleiten. Jo, finde ich gut. Dann ist es beschlossene Sache. Ich freue mich. Ach, und Rabea, du hast kein Mitspracherecht.
auf eine gute Zusammenarbeit. Bäh, bäh, bäh. Rabea schließt sich an. Sie ist nun unsere Magierin in unserer Party. Und genau aus diesem Grund, sag mal, blinzeln die alle? Awesome. Okay. Okay. Erstmal Schmetterschlag für Dennis. Und deswegen habe ich mir die Zauberessenz aufgehoben. Erhöht die maximale MP. Braucht eine Magierin erst ganz besonders. Sie hatten sehr viele Zauber, deswegen werden wir öfter mal auf ihre Fähigkeiten zurückgreifen müssen. Und deswegen benötigt sie, wie gesagt, auch mehr MP als die anderen. Verbrennt einen Gegner mit Flammen, lässt den Gegner zittern, halt den Statuszustand Gift. Gut, sehr praktisch. Und stellt ein paar HP wieder her. Wie viel? Weiß ich nicht. Item Zauberessenz. So, ausgezeichnet. Aber warum hat sie so wenig MP? Ominös. Man weiß es nicht. Na, wie wär's? Ihr könnt hier übernachten, wann immer ihr wollt. Kostenlos natürlich. Bis zum nächsten Morgen. Das ist genau das, was wir jetzt machen wollen. Jo, bin voll müde. Oh, ich wollte eigentlich schon gestern da sein, aber... Ach, jetzt ist... Ach, zu spät ist zu spät. So. Oh, wer ist das denn? Händler Christian. Ihr seid doch die, die gestern Abend dieses Monsterpärchen verprügelt haben, oder? Ich hab's durchs Fenster gesehen. Ich stand im Regen. Ich bin ein oller Spanner. Titten. Jo, das war ein Klacks. Dennis. Ja, was? Ich fand das atemberaubend. Finde ich gut. Möchtest du unserer Party beitreten? Klar. Aber wo waren Sie zu dem Zeitpunkt? Hinten in meinem Gemach. Mit all meinen Frauen. Ich habe euch nur kämpfen hören. Na denn? Mein Name ist Christian. Ich bin ein fliegender Händler. Gut, früher konnte ich wirklich fliegen, aber dann habe ich im Laufe der Zeit durch mein gutes Einkommen und dem Verzehr an diesen köstlichen Lebensmitteln und insbesondere diesem köstlichen Pudding ein klitzeklein wenig zugenommen und daher kann man nicht mehr wirklich von einem fliegenden Händler sprechen. Die meisten nennen mich jetzt nur noch Christian, den rollenden Händler, aber ihr wisst, was ich damit meine, ne? Wenn ihr was wollt und mich zufällig mal trefft, fragt einfach. Vielleicht habe ich es ja gerade im Schlepptau. Alles klar. Der wird wahrscheinlich öfter mal unseren Weg kreuzen und ganz plötzlich einholen, denn er ist ja Christian, der rollende Händler. Alles klar, danke. Und deswegen ist er ganz besonders schnell. So, vielleicht können wir noch die Freundin hier, ausrauben. Obwohl, da unten glänzt irgendetwas. Das ist Wasser. Finger weg, wir können doch nicht Martü bestehlen. Ach toll. Kann ich's gleich vergessen. Und tschüss. Verdammte Schlampe. Also, ich stelle mich noch einmal vor. Mein Name ist Rabea. Ich bin Gelehrte an der Magie-Universität im Königreich. Wow. Was macht man denn da so? Es gibt viele verschiedene Bereiche. Ich habe mich auf das Spezialgebiet antike Sprachen spezialisiert. Daher bin ich in der Lage, verschiedene Zauber anzuwenden. Cool. Zeig mal was. Lass Timo verschwinden oder so. Mach ihn zu einem Frosch. Lass seine Kleidung verschwinden. Zauber es so, dass du mit ihm im Bett liegst und... Was zur Hölle ist eigentlich mit euch Kernen los? Ach, du weißt schon. Das Übliche. Hast du eine Macke? Ja, hab ich. Oh Gott, wie peinlich kann man eigentlich sein? Was ist denn nun? Kannst du Timo auch in einen Frosch verwandeln? Das, was TrueMG vorhin schon gesagt hat. Nee. Jetzt reicht's aber. Ich finde es nicht witzig. Die Kunst der Magie besteht darin, sie nicht auszunutzen und eigentlich nie zu verwenden. Sie ist ein rein theoretisches Element. Gelehrte sind keine Vorführobjekte. Merkt euch das für die Zukunft. Da hörst du es. Und? Woher kommt ihr? Naja, ich komme ebenfalls aus dem Königreich. Ich bin ein Abenteurer. Das ist ein ganz toller Beruf, gerade hier im Mittelalter. Abenteurer. Hat bestimmt sehr viel Zukunft. Ich knüpple Monster für Bares. Momentan läuft das Geschäft auch sehr gut. Und du, Dennis? Ich komme aus Harma. Makler! Bis vor kurzem habe ich noch als Mädchen für alles auf einem Bauernhof gearbeitet. Jetzt muss ich allerdings erstmal zum König. Was? Was ist? Wir haben schon seit Jahren eine Königin. Als eine Frau auf dem Thron seid ihr vollkommen bescheuert? Verzeihung, wusste ich nicht.
Yeah, das kann ja noch heiter werden. Standardspruch. So, wenn dann auch alles geklärt werde, auf zum Schloss. Hoffentlich ist die Königin attraktiv. Wenn du deinen Spielstand speichern. Ja, ich möchte meinen Spielstand speichern. So, hurray. Tatsächlich ist das Video auch gleich vorbei. Ich glaube, wir können nicht nach unten. Wo gehe ich denn hin? Oh, ich muss Radieschen auf den Augen haben. Ich wollte doch ins Königreich. Königreich. Verstehst du? Königreich. So, dann beende ich an dieser Stelle. Das war Lazy Hero Difficult Quest. Für dieses Mal. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play 2K Lazy Hero Difficult Quest. Und gratuliert nochmal bitte meinem Channel ein Jahr lang Let's Plays mit MG. Auf bald, meine Freunde. Auf bald.